Auf diesen Krieg möchte ich schauen. Mutprofessor Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität in München. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke, Frau Wittrock. Schauen wir gerne erst einmal auf diesen Vorstoß der ukrainischen Truppen auf russisches Gebiet. Nun, welches Ziel verfolgt man da in Ihren Augen? Darüber können wir momentan nur spekulieren. Es können verschiedene Ziele sein. Es kann sein, dass man in der Tat dieses Territorium halten will, um es in späteren Verhandlungen gegen ukrainisches Territorium zu tauschen. Das könnte ein mögliches Motiv sein. Das zweite ist eher politischer Art. Man zeigt, wozu man in der Lage ist. Also es gibt die Gelegenheit, diesen Vorstoß zu machen. Man macht ihn. Und wenn man sich anschaut, wie die ukrainischen Streitkräfte da vorgehen, dann gehen sie in einem hohen Maß professionell vor, anders als die russischen Streitkräfte in der Ukraine. Also es kann hier sozusagen das Signal sein, wir sind dazu in der Lage, Dinge zu tun, wenn man uns nur machen lässt. Und es erzeugt einen anderen Eindruck. Es erzeugt nicht den Eindruck dieser ukrainischen Streitkräfte, wie wir ihn im Donbass vor allen Dingen sehen, in den letzten Wochen, die sich ständig zurückziehen müssen, die Verluste erleiden, die zu wenig Personal haben, zu wenig Munition haben. Also das kann auch ein Motiv sein. Wie gesagt, wir können momentan nur darüber spekulieren. Es könnten verschiedene Motive vorliegen. Also es kann auch das dritte Motiv sein, Entschuldigung, wenn ich das noch ergänze, dass man damit sozusagen einem bevorstehenden russischen Angriff, zum Beispiel auf Sumy, zuvorkommen wollte, indem man dann halt russische Streitkräfte einfach bindet, sodass dieser Angriff nicht möglich ist. Den Effekt, dass man zeigt, was man schaffen kann, den haben Sie auf jeden Fall jetzt erzielt, vor allem auch mit einem großen Überraschungsfaktor. Aber wenn es wirklich darum gehen würde, wie Sie in Ihrem ersten möglichen Grund gesagt haben, diese Stellung zu halten, wie realistisch ist das tatsächlich? Sollten die russischen Truppen jetzt auch genau darauf konzentrieren, sind sie ja auch wieder weit überlegen, zumindest was es in der Soldatenkraft, in der Menge angeht. Das ist in der Tat richtig, aber was wir gesehen haben in den letzten, jetzt weiß ich gar nicht mehr, so 78 Stunden, ist, dass Russland wohl in diesem Gebiet keine operativen Reserven hat. Das heißt, die Frage ist, wo bekommen sie die Reserven her? Und die könnten sie dann aus dem Donbass zurückverlegen, um diesen ukrainischen Vorstoß zu bekämpfen, was wiederum im Donbass den Ukrainern eine gewisse Entlastung verschaffen könnte. Also so oder so, es ist nicht klar, ob sie das Territorium halten können, das ist richtig, aber sie zeigen sehr deutlich russische Schwächen und möglicherweise führt es zu einer Entlastung im Donbass. Aber das werden wir erst in den nächsten Stunden, Tagen sehen.